Ich habe vor 3 Jahren eine Ultra-Hardcore-Serie gestartet. Mein Ziel war es, alle Items, die es im Spiel Minecraft gibt, in einer zufälligen Reihenfolge ranzuholen. Das Ganze habe ich damals erfolgreich gemeistert. Aber jetzt 3 Jahre später, in 2023, wird es Zeit, diese Serie ein zweites Mal durchzustehen. Und somit sind wir hier in der ersten Folge von All Items 1.20 Ultra-Hardcore 2.0. Wenn ihr genauso gehypt seid auf dieses neue Großprojekt, dann lasst unbedingt einen Like da. Schreibt in die Kommentare, bei welchem Item ihr glaubt, dass das mein Dia-Zombie in Itemform werden könnte. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit wir bald die 1,5 Millionen Abonnenten knacken können. Viel Spaß mit diesem Video. Soweit die 1.20, die nächste Minecraft-Vollversion, ist vor ein paar Stunden erst rausgekommen. Also zum Zeitpunkt, während ihr das Video seht, ist diese Version schon ein bisschen länger draußen. Aber jetzt für diesen Moment, ihr versteht schon, worüber es hier. Ihr wisst, was ich meine. Ich befinde mich in einer komplett frischen Welt. Bei null. Und wenn ich so etwas sage, hat das meistens damit zu tun, dass etwas Großes, etwas Gigantisches auf uns zukommt. Und zwar das nächste XXL-Großprojekt. Ich habe mich dazu entschlossen, mit dem Release der 1.20... ein Großprojekt nicht einfach weiter fortzusetzen, sondern wieder komplett von vorne anzufangen. All Items. Mein Ziel wird es sein, alle 1171 Items, sprich Blöcke, Items, alles, was es mehr oder weniger, ihr wisst, was Items sind, alles einfach ranzuholen. Und zwar in einer mir random vorgegebenen Reihenfolge. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, ich möchte diese Version komplett mit euch neu erleben und ein absolut geiles 2.0 Projekt hier beginnen. Und ich hoffe, ihr freut euch ganz genauso sehr, wie ich es tue. Und zwar mit mir gemeinsam eine Menge Zeit. Stunden, Tage, wahrscheinlich auch Wochen hier verbringen zu können. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal, damit wir bald die 1,5 Millionen Abonnenten knacken können. Und lasst uns hoffen, dass wir in der heutigen Folge, in der ersten Folge, eine Menge Items ranbekommen werden. Da vorne ist, by the way, ein Dorf. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Aber bevor wir über das Dorf reden, muss es auch erstmal etwas ganz Besonderes geben. Und zwar, wir stehen momentan, wie ihr sehen könnt, bei 0 Items von 1171. Ihr seht aber auch, welches das erste Item auf unserer Liste sein wird. Super random, es ist Smooth Basalt. Falls ihr euch manchmal fragt, was das für ein Item ist, wenn ihr halt nur den Namen lest, ihr habt auch ein Bild zu diesem Block oder zu diesem Item. So sollte eigentlich mehr oder weniger alles geklärt werden. Was aber auch nochmal geklärt werden sollte, das Projekt, ihr seht es vielleicht an meinen Herzen, die sehen ein bisschen anders aus, liegt eventuell daran, das ist ein Ultra-Hardcore-Projekt. Sollte ich einmal sterben, ist alles vorbei und wir müssen wieder von vorne anfangen. Lasst uns eventuell diesen Part vielleicht überspringen. Das Ultra bei Ultra-Hardcore kommt aber daher, dass wir keine natürliche Regeneration haben. Das heißt, wenn ich ein Herz verliere, dann bleibt das dann auch erstmal eine Weile weg, bis ich es halt regeneriere. Mit beispielsweise Goldäpfeln, Heiltränken, Regenerationstränken, Suspicious Stew. Es gibt ein paar Methoden, es gibt ein paar Möglichkeiten. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir vorsichtig spielen. Und ja, deswegen sollten wir uns auf jeden Fall auch langsam beeilen, bevor es Nacht wird, hier langsam schon mal so reinzustarten. Es kribbelt halt immer wieder. Ich muss ja sagen, wir haben momentan mit All Mobs Extreme ja sowieso noch ein anderes Großprojekt am Laufen. Und das sieht jetzt so aus, als würden wir zwei riesige Projekte parallel nebeneinander laufen lassen. Und das All Mobs Extreme teilweise schon viele, viele Stunden dauert, dort einzelne Folgen aufzunehmen. Also es wäre schön, wenn es einzelne Stunden wären. Es sind halt mehrere Tage, manchmal mehrere Wochen. Das klingt übertrieben, aber die 5. Folge hat wirklich halt 2 Wochen gedauert. Nun ja, konzentrieren wir uns erstmal hier drauf. Und zwar auf All Items. Es ist damals ein Projekt gewesen, falls ihr das nicht kennt. Ich habe das vor 3 Jahren gestartet mit dem Release der 1.16. Es war für mich eines der ersten richtig, richtig großen Projekte, in denen es halt darum ging, super viel Zeit in eine einzelne Minecraft-Welt zu investieren. Dann haben wir das Ganze irgendwann mal für die 1.17 so geupdatet, dass wir so ein bisschen den Kupfer-Stuff und alles, was damals mit der 1.17 dazu kam, halt gemacht haben. Und ich glaube, viele von euch werden diese alte Welt gar nicht mehr kennen. Und ich habe einfach so sehr Bock darauf, einfach wieder von vorne zu beginnen. Und uns eine wunderbar neue Welt aufzubauen mit eventuell einer super nice Base, ein paar besonderen Bauwerken mit Farmen, mit was auch immer. Ich rede ein bisschen sehr viel, glaube ich, gerade weil ich sollte nicht vergessen, ich spiele ja auch in Ultra Hardcore und sollte, bevor ich über meine ganzen Pläne rede, mich erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Und das heißt jetzt erstmal überleben. Wenn wir uns mal darauf konzentrieren, wir wollen ja auch natürlich Fortschritt haben. Wir wollen uns natürlich auch um die Items kümmern. Und Basalt, Smooth Basalt, ist eine Sache, bei der viele von euch denken werden, dass man in den Nether gehen muss,
Müssen wir aber nicht. Denn Smooth Basalt kannst du auch in der Overworld bekommen, indem wir eine Geode finden. Aber generell, es ist ja auch die 1.20. Ich habe ja viele Snapshot-Videos gemacht und viele von euch, die hier auf dem Kanal so unterwegs sind, die kennen halt schon viele Features der 1.20. Wir haben uns schon um die Patterns gekümmert. Wir haben uns den Sniffer angeguckt. Aber trotzdem ist es immer noch mal was anderes, das jetzt offiziell in der Vollversion eben jetzt hier anzugucken. Bedeutet, es ist jetzt halt hier das Offizielle. Davor waren es immer nur Testversionen und wir haben endlich das alles halt jetzt funktionierend, also hoffentlich funktionierend. Es könnte auch sein, dass hier alles, also dass es jetzt hier nicht so richtig funktioniert, aber es wird schon. Mit dem Sniffer, wie es eben auch sein soll, wir haben die Möglichkeit auch auf jeden Fall uns eine stylische Rüstung so zu designen. Davor ging es immer nur darum, alle ja, Patterns ranzuholen. Okay, ja, in dem Projekt wird es auch darum gehen, halt alle Patterns ranzuholen, auf jeden Fall. Aber es wird auch das erste Mal sein, dass in einem Großprojekt es halt ein bisschen schwieriger wird, auch Netherite-Rüstung so zu machen, da die ist mittlerweile dann doch auch teurer geworden. Diamanten sind auch in gewisser Art und Weise, naja, besonderer geworden, weil du wirst die auch häufiger brauchen, um Armor-Trims, also die Patterns, zu vervielfältigen. Das ist nach 6 Minuten und 6 Sekunden. Ich dachte, ich muss niesen. Sorry. Ich muss by the way sagen, ist echt top, dass wir direkt hier am Anfang uns, also dass wir direkt jetzt hier ein Dorf haben. Aber ich werde hier auf jeden Fall nicht bleiben. Das war mein erster Kill in der 1.20. Oh, ich war so aufgeregt. Und 5er Drop. Das ist das Zeichen dafür, dass das hier ein erfolgreiches Projekt wird. Und wir bewegen uns dann erstmal ein bisschen weiter. Gucken, was wir so an Ausrüstung ranbekommen. Logischerweise wird es ja früher oder später auch darum gehen, dass wir uns auf jeden Fall noch Elytra. Oh Gott, wir werden ja in der heutigen Folge auch sicherlich ins End gehen. Wir werden Minecraft durchspielen. Wir werden heute so vieles machen. Also falls ihr denkt, das Video wird nicht so lange gehen. Das Video wird definitiv heute... Ihr seht die Videolänge schon längst. Also das ist hier auf jeden Fall mal wieder ein ordentlicher Brocken. Ich nehme noch ein Bett mit, bevor wir das Ganze hier verlassen. Und dann gucken wir uns nochmal ganz genau die 1.20 an. Es gibt ja unter anderem auch neue Biome. Boah, das wäre ehrlich gesagt cool. In einem neuen Biom eine Base. Also, dass wir uns vielleicht in einem schönen, auch so ein bisschen so, passt ja auch zu unserem Farbthema. Ich bin mehr lila momentan unterwegs, aber so rosa, Kirschblütenrosa mäßig. Ihr wisst, was ich meine. Sich da vielleicht so niederzulassen, wäre cool. Wir haben unter anderem auch eine neue Struktur. Die möchte ich auch nochmal, könnte man eventuell auch in Erwägung ziehen für eine Basis oder so. Boah, krass. Wir haben ja auf jeden Fall so ein paar Sachen, die mir so durch den Kopf gehen, habe ich auf jeden Fall. Ihr könnt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es auf jeden Fall gut findet, dass ich wieder von vorne anfange. Weil rein theoretisch, also ich habe ja schon mal alle Items gesammelt. Und wir sammeln jetzt auf jeden Fall Items wieder, die ich eigentlich schon mal längst rangeholt habe. Aber Bro, es ist 3 Jahre her. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 500.000 Abonnenten. Mittlerweile sind halt über... Also es sind halt mittlerweile 1 Million. Klingt ehrlich gesagt sehr cool, wenn man das so sagen kann. Mittlerweile 1 Million mehr neue Abonnenten. Ja, selbstverständlich wird es doch jetzt auch Zeit, das Ganze nochmal neu in der 2.0 Edition hier auch für euch nochmal zu erleben. Und für euch, auf euch, eine Eisenbombe. Oh, was ist denn hier los? Unsere ersten Armor-Trims. Und zwar auch doppelt. Und ich glaube, man findet die immer doppelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ja, so ein Mojang. Wenn ihr mal ein bisschen Input braucht mal vom Basti, soll ich mal ein bisschen über das Update mal rüber gucken und euch eventuell mal vorher schon sagen, was ihr machen solltet. Sagt mir einfach Bescheid. Falls ihr mich auch generell im Großen und Ganzen über meine Meinung zu diesem Update fragt. Ich finde das Update richtig gut. Ich finde, was sie contentmäßig da reingepackt haben, richtig, richtig nice. Ich habe ja auch schon sehr viel 1.19.4 gespielt. Dort haben wir auch Sachen wie zum Beispiel die Elytra, Hot Swap mit der Chest in der Hotbar, die neue Damage-Animation und so weiter. Ich habe mich schon sehr krass an die 1.20 sozusagen, also an viele Features der 1.20 auch gewöhnt und muss sagen, während ich die 1.19.4 gespielt habe, hat mir das halt auch auf jeden Fall echt Laune, also es hat echt Spaß gemacht. So, du siehst für mich super verdächtig aus. Ich spiele das Spiel echt sehr viel. Unsere ersten Dias und man hätte denken können, wir verlieren die ersten Herzen. Keine Sorge, ich habe ein Wasserbett dabei. Steht hier wegen, also... Im Zuge des Projektes hier kann man auch mal ein bisschen die Frage mal wieder in den Raum werfen. Habt ihr ein Lieblings-Item? Denn ich werde ja sehr wahrscheinlich euer Lieblings-Item in dieser Serie auf jeden Fall ranholen, weil ich ja jedes Item anhole. Aber ich könnte es dir nicht wirklich sagen, ob ich ein Lieblings-Item in Minecraft habe. Also es gibt viele coole Items, eine Elytra super, super praktisch und so. Aber ich würde nicht sagen, dass deswegen meine Elytra mein Lieblings-Item im Spiel ist. Also eigentlich kribbelt es mir so ein bisschen in den Fingern. Wir sind jetzt hier in der 1.20, seit 15 Minuten. Und ich denke mal, ihr habt ja auch sicherlich hier eingeschaltet, um euch halt, ne, boah, ein neues Update und so, mal gucken bei Basti, was geht da so ab, Bro? Der muss mir was zeigen. Und vielleicht habt ihr die Snapshot-Videos noch nicht gesehen, die ich dazu dieser Version schon gemacht habe. Wenn nicht, kann ich die euch sehr empfehlen. Komm, wir machen es. Wir müssen es halt tun. Ich brauche Holz. Wir machen uns ein Smithing-Table. Machen uns.
Zack, zack, zack und jetzt. Wow, langweilig. Das sieht echt nach 1.19 oder älter aus. Deswegen Style, Ikone. Wir packen unsere Hose, ein Smithing-Template rein und ein Material unseres... mit dieser wunderschönen braunen Kombination. Wow. By the way, neues Achievement. Crafting a new look. Nicht schlecht. Und kombinieren dazu passend. Auch nochmal in Blau. Wow. Mach die Augen zu. Mach die Augen auf. Es steht ein neuer Mensch vor euch. Das ist absolut gruselig und ich lege mich sofort schlafen. Wieso fängt es an zu gewittern, wenn ich mir meine andere... Ist das der Startschuss? Die 1.20 wurde geweckt oder was? Okay. Dann lass uns doch mal weiter die Welt erkunden und eventuell sind wir... Boah, ich sehe echt gut aus, aber mich stören wirklich diese Lederdinger, ne? So ein bisschen auf uncool. So eine Knieschoner habe ich da. Was ist denn das? Auf jeden Fall, wir machen uns mal ein bisschen auf die Suche nach... Ich sag euch ehrlich, nach einer Geode. Ich möchte mich jetzt hier um eine Geode kümmern. Wir können natürlich auch in den Nether gehen und Smooth Basalt relativ easy über Basalt ranholen. Nö, habe ich keine Lust drauf. Das erste Item wird mit einer besonderen Sache gemacht und zwar mit einer Geode. Also eine Geode sollten wir auf jeden Fall finden, indem wir vielleicht eine relativ frühe Basti-Höhlenexpedition machen. Weiß aber nicht, ob ich ohne Goldäpfel, ohne Suspicious Stew mit Regenerationseffekt so eine Höhlenexpedition machen sollte. Gott. Bro. Ey, ich war gar nicht drauf eingestellt. Ich wollte nur die Tür abbauen. Ja, so ist es um die ersten 2,5 Herzen passiert. Okay. Damit ihr... Natürlich, das war jetzt auch absichtlich, damit ihr seht, dass wir uns in einer Ultra-Hardcore-Welt befinden. Und dementsprechend, ja, die natürliche Regeneration aus ist. Ihr seht gerade, meine Herzen bleiben auf 7,5. Nein, ich sollte mich auf jeden Fall erstmal darum kümmern, erstmal wieder auf meine Herzen zu kommen. Eine Sache, die wir auf jeden Fall in Ultra-Hardcore sehr schnell machen sollten, ist, und vielleicht kommt das ja dort oben auch in der Liste relativ schnell. Es wäre sehr, sehr wichtig, schnell an einen Beacon ranzukommen. Ein Beacon mit dem Regenerationseffekt eingestellt, könnte uns in der Basis durchgängig, egal wie viel Schaden wir bekommen, immer wieder Full Life bringen. Super wichtig, super stark. Deswegen, selbst wenn dort jetzt als zweites Item nach dem Smooth Basalt ein Beacon kommen sollte, wäre das gar nicht so verkehrt. Aber erstmal kümmern wir uns um andere Sachen, wie unter anderem das neue Cherry Blossom Biom. Ich kann verstehen, dass Leute immer wieder kritisieren. Hey, ja, wie viele Holzarten sollen denn jetzt bitte noch in das Spiel kommen? Ja, ich verstehe euch ja auch ein bisschen. Oh, das habe ich gesucht. Aber ja, ich kann euch auf jeden Fall auch verstehen, dass es halt sehr viele... By the way, guck mal. Regenerationssuppe. Das ist nämlich der Way to Go in Ultra Hardcore. Ja, das ist halt echt sehr viele Holzsorten und so weiter gibt und Aber es tut doch am Ende keinen weh, wenn es jetzt nochmal meinetwegen neues Holz gibt. Und es ist ja vor allem Holz, das auch sehr schön aussieht und definitiv... Achtung! Eine Daseinsberechtigung hat. Ja, müssen wir wieder. Und ich mag's. Ich mag's wirklich sehr. Ich glaube, dass man damit super, super schön dekorieren kann. Es ist für so viele Sachen, glaube ich, auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und oh mein Gott, ich hab's vergessen. Diese pinken Blümchen. Ja, Bro, du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht schön findest. Die Partikel, wie sie von den Leaves hier runterprasseln. Die Schafe, die sich hier auch wohlfühlen. Es ist schon schön. Kann man sich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten für eine potenzielle Base. Dass man vielleicht mal in so einem Biom das Ganze macht. Was ist mit dir los? Dachdecker, neuer Beruf in der 1.20 oder was? Cool, also heftig, dass bei dir so läuft da oben. Ja, bei dir trade ich mir auch direkt mal ein paar Pfeile. Mein Inventar, by the way, nach 30 Minuten schon erfolgreich komplett zugeballert mit so vielen Sachen. Ja, tut mir auch leid und tut mir auch weh, aber es ist halt ein Projekt, in dem es darum geht, alle Items ranzuholen. Logischerweise wird es auch mal ein zugemülltes Inventar geben. Wir werden aber auch im Verlauf des Projektes irgendwann mal ein kleines Lager haben, safe. Also hier macht es wirklich sehr viel Sinn. Wir machen uns auf in Höhle Nummer 1. Könnte gefährlich werden, aber ich möchte eine Geode und einerseits, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ich würde auch ganz gerne ein paar Dias haben. Weil so ein Enchanter relativ früh wäre schon ganz cool. Ja, Bro, es war der Jumpscare um die Ecke, Bro. Und damit, meine Damen und Herren, yep. Der große Überraschungseffekt. Und wir sind auf 3,5 Herzen. Oh, alright. Ja, ganz entspannt. Sollte ein One spawnen. Wir haben ja immerhin, also wir haben 4 Rüstungsbalken. Hahaha. Wir sind echt eine Menge Diamanten. Und ihr wisst ganz genau, das sieht eigentlich so krass nach Geoden aus, dass hier gerade keine sind. Wundert mich sehr. Hier ist auch so viel Gold.
Ich glaube, so mittlerweile sind ein paar Leute auch schon sauer, dass ich das Ganze einfach simpel über den Nether. Sondern dass ich jetzt hier wieder das Ganze wieder auf diese extravagante Art und Weise machen muss. Leute, vertraut mir mal ein bisschen. Ich weiß schon, was ich tue. Guck mal hier. Bob, Enchanter. Es läuft doch. Es geht doch absolut voran. Ich würde sagen, hauen wir erstmal wieder hier ab. Gehen an die Oberfläche und kümmern uns lieber erstmal darum, unsere Herzen wieder voll. Unsere Herzen mal wieder ein bisschen voll machen. Aber dafür haben wir ganz gut. Ja, wir haben ein bisschen Stuff reingeholt. Enchanter, hey. Aber dafür eben auch ein paar Herzen eingetradet. Aber wenn wir Cape Spiders mal brauchen sollen, wissen wir jetzt mittlerweile, wo die sind. Oh! Guck mal, ich bin extra in die Höhle gegangen. Hab mein halbes Leben riskiert. Ich gehe aus der Höhle raus. Was finde ich draußen, nachdem ich for real 50 Meter mit dem Boot gefahren bin? Eine Geode. Und damit, meine Damen und Herren, nach 57 Minuten unser allererstes Item in All Items 2.0. Der große Restart. Und da hinten ist ein, ein Zauberwald. Es läuft. Es läuft sehr. Das hier ist Smooth Basalt außen. Und damit, man könnte denken, es ist gescriptet. Aber Dark Oak Pressure Plate. Und wir haben gerade da drüben einen Zauberwald gefunden. Ja, was für ein Holz haben wir denn in einem Zauberwald? Ja, man könnte raten, es ist Dark Oak. Wir müssen auf jeden Fall diesen Block, den müssen wir uns aufheben. Der ist besonders. Das war das allererste Item in All Items. Wir werden irgendwann nach hunderten Stunden, also, oder meinetwegen gerne auch weniger Stunden Spielzeit, zurückblicken und sagen, hey, das war der erste Block. Ich freue mich im Nachhinein bestimmt sehr darüber, dass ich jetzt mein Inventar, das aktuell so aussieht, noch weiter zuballer mit Sachen. Hey, 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 hey. Ich habe mich aber auch sehr darüber gefreut, denn hier haben wir halt viele Pilze. Und das ist mehr oder weniger für den Anfang die beste Methode, um schnell Herzen zu regenerieren. Ja. Wir machen unsere Suppen, haben super viele Pilze, fehlen uns halt nur noch die Oxidaisies. Und nebenbei vielleicht, lass uns mal ganz kurz ein paar Bäume abbauen, damit wir vielleicht nochmal direkt ein paar Äpfel ranholen. Dann kriegen wir uns nochmal so 3 Goldäpfel. Dann sind wir auf jeden Fall auch erstmal wieder full life und jeder kann durchatmen. So, erster Apfel, erster Gap, erster Genuss. Ja, yeah, wir sind angekommen in Ultra-Hardcore. Ja, okay, während ich jetzt den halben Wald jetzt schon hier wirklich abholze, ja, wir können uns jetzt auch darum kümmern. Ja, yeah, wir können natürlich die wunderbare Schwarzeichen-Holzdruckplatte als Item Nummer 2 machen. Und werden jetzt, ja, yeah, wir müssen eine Savanne finden. Naja, machen wir uns mal auf die große Weltreise, wo kalte Biome sind. Das weiß ich ja mittlerweile. Aber die etwas wärmeren Regionen, Wüste. Boah, Wüste wäre cool zu sehen, denn dort haben wir auf jeden Fall ein paar coole Sachen. Boah, wie geil wäre das, mit unserem neuen Kollegen, den wir im Spiel haben. Eine neue Kreatur, die es ja unter anderem gibt, ist ja auch ein Reittier. Ein Tier, das du auf jeden Fall mounten kannst. Damit ein bisschen durch die Welt zu traveln, wäre auch sehr cool. Bräuchten wir aber auf jeden Fall noch einen Sattel. Das heißt, in dieser Kiste müssen jetzt wieder 2 Armor Trims drin sein. Ich sehe Armor Trims aktuell als ein besonderes, irgendwie Special Item. Klar, sie haben am Ende halt auch nur einen rein Cosmetic, farblich so verändernden Zweck. Es ist jetzt kein Game-Vorteil. Aber trotzdem, es ist halt irgendwie cooler, wenn sie halt nicht überall so sind. Und ich finde momentan, nee, das muss anders gemacht sein. Ich sage, 2 Diamanten, mindestens. Ich war noch nicht im End, aber 1.20 durchgespielt. Oh mein Gott! Das ist insane. Das brauchen wir. Also, das ist Mushroom Island. Ein Biom und wir sind momentan noch ein bisschen knapp mit unserer Regeneration. Wenn wir eine einzelne Oxidaisy jetzt hätten, könnten wir an den Pilzkühen unendlich Regenerationssuppen und somit unendlich Herzen regenerieren. Was wir aber einfach machen könnten, ist uns hinten, ja, das ist mehr oder weniger, ja, das könnten wir machen. Wir können hinten im Kofferraum einfach mal eine Pilzkuh mitnehmen. Klingt jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Aber wir nehmen uns einfach mal im Kofferraum eine Pilzkuh mit. Wenn wir dann irgendwann mal eine Oxidaisy wieder haben, rechtsklicken wir einmal diese Kuh damit und dann wird sie uns nur noch Oxidaisy-Suppen geben. Hallo, einmal. Einmal bitte mitkommen. Wir haben unseren ersten Mitbewohner. So mehr oder weniger. Und seid jetzt immer ehrlich, es sieht wirklich so aus, als hätte ich die Kuh im Kofferraum. Das kann eigentlich nicht sein. Normalerweise darf diese Kiste nicht unter Dirt sein. 4! Was? 4 Diamanten ist aber auch, also, rekordverdächtig, also ehrlich. Was ich, by the way, vergessen habe zu erwähnen. Die Kuh, so wie sie jetzt momentan ist, bringt sie uns jetzt noch nicht so viel. Weil, wenn ich jetzt rechtsklicke, kriege ich halt eine normale Suppe.
cool. Ich möchte aber extra Suspicious Juice haben mit einem bestimmten Effekt, mit Regeneration. Das funktioniert aber nur, wenn sie eine braune Pilzkuh ist. Das bedeutet, wir müssen für dich auf ein Gewitter warten. Das wird in diesem Projekt, by the way, noch häufiger ein Thema sein. So, und übrigens, wir haben ja auch wieder neue... Ich bin, by the way, immer noch auf dem Ort unterwegs. Ich finde hier gerade gar nichts. Da hinten mal ein bisschen Birke, mal sehen. Aber was wir machen können, weil wir ja jetzt nicht gerade... Also, es sieht ja doch schon ganz gut aus aktuell bei uns. Machen uns erstmal ein Diamantschwert. Und dann... Diamanthose. Lederhose muss dann an der Stelle erstmal wieder verschwinden. Einmal Protection, einmal Sharpness. Ja, das sieht doch bestimmt jetzt cool aus. Jetzt habe ich so blau auf weiß und jetzt auf blau mache ich weiß. Also falls ihr mal so ein bisschen... Styleberatung braucht. Vielleicht dann doch eher der Blauton da drauf. Ja, komm, wir machen es mal mit Eisen. Bro, es fällt halt kaum auf, ne? Aber irgendwie nur dieser eine Strich sieht eigentlich ganz cool aus. Es hat was. Und wenn wir das jetzt auf den Helm... Hat er nicht? Also ich sehe cool. Ihr sagt jetzt mal... sagt mal jetzt hier nichts gegen. Es hat was. Und das ist ja das Coole. Du kannst halt so viele nice Designs, die halt hier echt individuell zusammenstellen. Was ist mit diesem Seed? Ich bin seit tausenden, zehntausenden Blöcken auf einem Ozean unterwegs. Mit einer Pilzkuh im Gepäck. Bro, es ist das dritte Mushroom Island. Ich habe... Weder Wüste noch Savanne. Ich brauche eine Savanne für dieses Stripped Acacia Log. Okay, hör mir zu, Kuh. Wirklich. Du hältst die Stellung. Ich werde dich irgendwann abholen. Aber ich muss jetzt wirklich mich darum kümmern, eine Savanne zu finden. Ja, du musst gar nicht eingeschnappt sein. Real Talk. Oh! Guck mal hier! Oh mein Gott! Also, ja, es sieht aus, als hätten wir drei orangene Blöcke. Oder vier. Aber, excusez-moi. Das hier ist die neue Struktur. Ja, bevor ihr denkt so, yo, hey, cool, eine Struktur bestehend aus ein paar orangenen Blöcken. Wartet ab. Es befindet sich, sage ich mal, ein wenig mehr hier drunter. Heißt eigentlich auch, dass wir die Kuh hier hinbringen müssen, oder? Was? Ja, nehmen wir noch eine braune, ja, nehmen wir noch ein braunes Schaf mit. Na klar, komm, wir nehmen alle mit. Ja, oh mein Gott, ja, das, Okay, dann kommt mal alle mit, Freunde. Und zwar, wenn wir uns mal eine Schaufel machen. Und hier mal vorsichtig ein bisschen lang buddeln, fällt uns erstmal eine andere Sache nochmal auf. Das hier ist ja ein normaler Gravel. Was ist das? Vermeintlich auch Gravel. Wird uns aber angezeigt als Suspicious Gravel. Dementsprechend ist das hier besonderer Gravel, auf den wir auf jeden Fall achten müssen. Und uns auf jeden Fall scheint was noch sehr Besonderes damit machen können. Wir werden auf jeden Fall hier eine große Aktion mal machen. Aber lass uns mal bitte jetzt echt um die Savanne uns kümmern. Oh, guckt mal hier. Das ist sogar eine ganz besondere Savanne. Ja, die Windswept Savanna. Hier gehen wir noch ein bisschen weiter nach oben, weil ich will euch mal ganz genau zeigen. Das ist ein ganz, ganz besonderes Biom. Das sieht immer wieder sehr merkwürdig aus, wenn du dann auf einmal die Akazien jetzt hier oben so siehst. Und es muss dazu im Umkreis nicht zwangsweise alles warm sein, denn es kann hier sogar einfach Schnee liegen. Ist schon cool, so weit oben zu sein, was das für ein mächtiger Berg ist. Aber mächtig allemal, für uns jetzt auch, ich möchte wenn den Baum komplett abbauen, keine Sorge. Unser drittes Item, ja, in unter 3 Stunden. Jetzt macht kein Auge. Es geht auch am Anfang ein bisschen ums Equippen. Keine Sorge, das Projekt wird nicht 1171 Stunden dauern, weil ich jetzt in jeder Stunde ein Item geschafft habe. Jetzt geht's auch erst richtig voran. Nämlich Item Nummer 3, Stripped Acacia Log. Haben wir. Easy. Oh mein Gott. Das erste gefärbte Item ist natürlich Leim. Hellgrün. Cool. Haha, ist aber... Super, es gibt 2 Methoden. Kakteen, Seegurken. Beides mit warmen Biomen an sich zwangsweise verbunden. Wobei, es gibt auch Kakteen in kalten Biomen und zwar in einem Iglu unten. Alright, wir sind mit Akazienholz im Gepäck wieder zurück und machen jetzt ein Item, das einen sehr, sehr großen Teil des Updates... Ja, es sind halt schon viele Sachen im Update mit drin, aber ihr habt es sicherlich schon mal gesehen. Und zwar den Kollegen. Brauchen wir nochmal einen Stick. Und damit haben wir einen Wedel. Was man damit jetzt machen kann, habt ihr vorhin diesen Suspicious Gravel hier gesehen. Hier
Mit normalen Gravel passiert relativ wenig. Bei Suspicious Gravel. Kommt da auf einmal eine Lead. Und das ist sogar ein sehr gutes Item. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich wollte euch aber ganz kurz erstmal lieber auch was anderes zeigen. Wir stecken uns das mal ganz kurz hier ab. Denn weswegen ich jetzt zu dieser Struktur auch unbedingt wollte, oder mir das von vornherein schon eigentlich ganz cool vorgestellt habe, hatte den simplen Grund, dass es hier schon großes Potenzial gibt, um vielleicht eine coole Base untergrundmäßig sich einzurichten. Denn diese Struktur ist größer, als sie auf den ersten Blick erscheint. Gibt hier nämlich nochmal ein paar mehr Sachen. Zum Beispiel, auch cool, kann ich euch auch mal zeigen, ein Hanging Sign ist auch neu. Wenn wir jetzt halt beispielsweise hier am Baum, kann ich jetzt eben mir ein Schild nicht nur an dieser Seite ran placen, sondern kann auch ein Hanging Sign machen. Und dann kann ich halt schreiben, All Items 2.0 1.20. Und wenn ich jetzt merke, ja, okay, das ist ja by the way auch jetzt vielleicht nicht so cool, was ich da drauf geschrieben habe, oder ich habe mich verschrieben, kann ich mit Rechtsklick mittlerweile auch einfach das hier ändern. Also ehrlich, ist wirklich sick, dass du jetzt mittlerweile Schilder auch immer wieder bearbeiten kannst. Ich finde es sehr nice. Also ihr merkt schon, es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die es jetzt hier in diesem Update auch gibt. Aber das Ding hier unten, das ist jetzt nicht wirklich eine Kleinigkeit. Wir könnten hier uns auf jeden Fall, also das werden wir auch machen. Wir werden hier auf jeden Fall ordentlich schaufeln und uns darum kümmern, eventuell etwas Besonderes in dieser Ruine, in der Tails-Ruine, unsere Base, würde ich jetzt, also hey, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, dass es cool wäre. Und am Ende wird man verstehen, was war denn eventuell hier früher mal. Und deswegen können wir auch vergrabene Schätze teilweise mit unserem Brush, mit unserem Pinsel hier rausholen. Wie beispielsweise eine Pottery Shard. Was ist das jetzt schon wieder? Nächstes Achievement? Ich finde es halt, wie gesagt, super interessant, super spannend. Und wir werden uns auf jeden Fall noch weiter hier auseinandersetzen mit der ganzen Geschichte. Ein weiteres Armor-Template. Auch sehr cool. Das ist einer der besonderen Funde, die du hier teilweise herbekommen kannst. Also wir werden uns auf jeden Fall hier drum noch ausgiebiger kümmern. Und ich glaube, das hätte schon Style. Wenn wir das ganze Ding hier wirklich, und glaub mir, das ist hier im Konstrukt eine echt große Sache, das komplett ausheben und am Ende vielleicht restaurieren. Alles so neu aufleben lassen. Bro, das wusste ich nicht. Wieder ein Armor-Template. Und das nächste, wir haben alle drei. Es gibt nur drei Stück hier. Wie schnell haben wir die drei gefunden? Ja, man merkt aber auf jeden Fall. Guck mal, ich buddel hier so ein bisschen auf so einen Torbogen. Also man hat hier richtig Struktur. Man merkt ja, wie das hier so gebogen wurde und so. Aber ich will mich jetzt nicht die gesamte Zeit hier aufhalten. Wir haben ja noch eine andere Mission. Und zwar, wir brauchen warme Biome. So, wir sind im Lukewarm Ocean. Und damit auch in einem Dschungel. Und ein Dschungel ist schon mal eine super, super Voraussetzung. Ja, ich habe nie an meiner super, duper Taktik gezweifelt. Wir haben es über den Nether geschafft, in die warmen Biome zu kommen. Und dementsprechend verlinken wir uns das Ganze mal hiermit. Sieht jetzt nicht wunderschön aus. Ich sage euch ehrlich, wenn ich auf einer einsamen Insel irgendwann stranden würde, dann also auf gar keinen Fall auf so einer. Aber hier können wir erstmal nach unseren Kakteen suchen. Und vor allem nehmen wir uns braunen Farbstoff mit. Und mal sehen, was wir sonst noch so finden werden. So, ich glaube, das habt ihr auch schon oft gesehen. Und ist ja auch, ich glaube, also ne, Bamboo Planks. Dass es jetzt Bambusholz gibt, ist cool. Aber auf jeden Fall haben wir das. Ein kleines Floß. Guck mal, wie ich hier sitze. Sieht schon mal sehr, sehr stylisch aus. Und ja, kleines süßes Detail. Gefällt mir auf jeden Fall. So. Hier kann es nämlich rein theoretisch auch ein neues Item geben. Ja, oder halt eben auch Diamanten. Der Sattel ist ehrlich gesagt sehr nice. Ja, und genau das meinte ich. Ein weiteres Template für unsere Rüstung. Und zwar das Wild Armor Trim. Ja, das hat sich definitiv gelohnt, hier mal kurz anzuhalten. Oh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ehrlich gesagt, würde ich mich jetzt ganz gern darum kümmern. Vielleicht bereue ich's, aber wir müssen eigentlich ein Raid spielen. Ich will an Totems so schnell wie möglich rankommen, denn dann haben wir auf jeden Fall weniger Kopfschmerzen. Oh Gott. Gott. Bro.
Bro, Hilfe, der eine hatte Piercing. Deswegen hat er durch mein Schild geschossen. Ja, das ist nicht so geil. Ja, aber ihr müsst es ja auch mal ein bisschen spannend haben, ja? Alright. Ja, ich habe mich noch nie wohler gefühlt, jetzt dann gleich in einen Raid zu gehen. Okay, perfekt. Da vorne haben wir ein Wüstendorf. Da werden wir jetzt gleich unseren Raid spielen. Ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor. Das könnte voll in die Hose gehen. Naja, wird schon. Und wir werden dort unter anderem auch eine neue Kreatur finden können. Vielleicht sieht man sie auch schon von hier. Es gibt ja mittlerweile auch Kamele. So, er ist mittlerweile mein Freund. Boah, ich glaube, damit kannst du schon vielleicht ganz stabil einen Raid spielen. Sehr gut, Golem. Gute Arbeit. Muss mich erstmal treffen, ne? Oh. Sorry. Erste Wave haben wir geschafft. Wir machen das Ganze. By the way, jetzt für die Totems, falls ihr denkt, hey Basti, machst du das jetzt gerade, um halt Lime Concrete Powder zu bekommen? Nee, also, wir haben schon einen anderen Plan. Also, boah. Also, ein bisschen Movement. Ein bisschen Movement-Einschränkung haben wir schon. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht gleich doch lieber absteigen sollte. Ist auch ganz merkwürdig. Du schießt teilweise so ein bisschen verzogen. So, da hinten ist auch nochmal ein anderes Reittier. Boah, Junge, das Battle der Giganten. Ravager gegen Kamel. Boah, ehrlich gesagt? Hilfe! Das funktioniert richtig gut. Alright. Das ist schon mal ein großer, großer Gewinn. Wir haben unser allererstes Totem in der Offhand. Und ich glaube, da gucken sich gerade auch zwei Kollegen mal das neue Floß an. Alright, ist nicht ganz aufgegangen, mein Plan, wie ich mir das vorgestellt habe. Er kann sich ja meinetwegen freuen, aber dafür habe ich dich. Aber es ist schon mal sehr, sehr, sehr gut, dass wir jetzt auf jeden Fall einen Totem haben. Aber leider sind unsere Pilze nach diesem Kampf, nach diesem Raid halt super, super krass gedrained. So, nö. Nö. Oh Gott, das wird jetzt ein bisschen knifflig mit dem Inventar. Wir machen es mal so, ich weiß, da ist noch mehr Eisen. Okay, das ist jetzt. Haben wir auf jeden Fall dafür ein weiteres Armor-Trim, und zwar das Dune. Guck mal hier. Wir haben ja natürlich noch eine andere Mission. Um die können wir uns ja auch nochmal nebenbei kümmern. Und ja, dann können wir auch mal nach 5,5 Stunden endlich mal das nächste Item abhaken. Natürlich. Durch unsere gebrutzelte Seegurke haben wir dann auch Leim Farbstoff bekommen. Und jetzt haben wir Item Nummer 4. Sehr, sehr, sehr nice. Sieht, by the way, nett aus. Und es geht weiter mit einem Item-Frame. Es ist jetzt nichts persönlich so. Und naja, du stehst halt zu einem ungünstigen Zeitpunkt an einem ungünstigen Spot. Und deswegen steht unserem nächsten Item auch nichts mehr im Wege. Und ich muss euch ehrlich sagen, so langsam könnte man denken, Projekt schon bald vorbei. Item-Frame, Item Nummer 5. Sie. Bro, es sieht zwar nicht so aus, weil ich die Textur geändert habe, aber was für ein Zufall. Wir haben uns gerade noch darum gekümmert. Wie cool. Habe ich natürlich da... Hi. Gut, wir sind ja schon fleißig dabei, unsere Templates zu sammeln und haben schon einige. Das sollte das aus einer Festung sein, oder? Kann es sein? Schaffen wir auf jeden Fall. Wir wissen ja mittlerweile, wo eine Festung ist. Und wir wissen auch mittlerweile, wo eine Wüste ist. Also wir sind mit unserem Biom ein bisschen... Bist du aufgestellt? Oh, das ist das aus der Bastion sogar. Okay, nicht aus der... Also es ist aus... Ich wusste, dass es aus dem Nether ist, aber Bastion. So, wir werden jetzt einfach diesen ewig langen Gang... Den werden wir jetzt einfach gemeinsam hier lang reiten. Ah, ich bin gar nicht nervös. Ich habe keine Pfeile dabei, falls ein Gas kommen sollte. Wir machen das. Lal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 a. Oh, guck mal. Fühlt sich auch direkt wohl zu Hause. Damit haben wir einen weiteren Mitbewohner unserer wunderbaren Base. Und dann geht es jetzt... Oh, oh, es wird spannend. Es geht jetzt auf in die Treasure-Bastion. So, hoffen wir, dass wir gleich mal Netherite-Ingots finden. Das Upgrade-Template für Netherite. Also ich denke mal, ihr wisst ja, dass mittlerweile Netherite-Rüstungen oder Netherite-Tools generell zu erstellen deutlich schwieriger gemacht wurde. Man braucht nämlich mittlerweile dieses Template dafür. Aber das haben wir jetzt einmal gefunden. Werden uns auch über diesen
Dierhelm-Freund. Und natürlich auch über den OP-Gap. Den nehme ich sehr, sehr gerne an. Sehr, sehr gut. Goldblöcke nehmen wir auch direkt nochmal mit. Sehr, sehr wichtig für später. Für Beacon oder halt auch noch für weitere Goldäpfel. Dann müssen wir aber für unser anderes Template, dass es eben auch ein Bastion gibt, oben nochmal weitersuchen im anderen Upper Part. Kiste Nummer 1. Leider nein. Aber hier... leider auch nicht. Unser allererstes irgendwie in einer Art und Weise Ancient Debris. Und... leider... leider nein. Aber das Banner-Pattern ist ehrlich gesagt auch ein relativ wertvolles Item. Das schon mal mitzunehmen ist auch echt, glaube ich, ganz gut. Leute, ehrliche Frage. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt durch den Nether hier rumlaufe und hier nach allem suche. Sind wir mal bitte ehrlich. Ich muss Minecraft durchspielen. Wir brauchen eine Elytra, oder? Okay, wir haben 15 Enderperlen. Wir haben unsere Blaze Rods. Wir haben basically alles zusammen, was wir bräuchten, um Minecraft durchzuspielen. Damit sollten wir auf jeden Fall losgehen können. Ja, wir sind ganz, ganz kurz davor. So, Stronghold wird wohl unter uns sein gleich. Leute, also pass auf. Oh. Ja, passt mal auf. Wir sind im Stronghold. Alright. Noch mehr Platz für unser Inventar. Und schon sind wir am Start. Dann lass uns mal nach 9,5 Stunden Minecraft durchspielen. Das allererste Mal in der offiziellen 1.20. Ja, dass wir halt wirklich Minecraft durchspielen. Enderdrache, es tut mir leid. Aber selbst in der 1.20 gibt es hier kein Vorbeikommen. Gibt es kein Vorbeikommen! Wir haben Minecraft durchgespielt. Mal wieder. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Alright, das ist ein Traum. End-City Nummer 1, direkt mit einer wunderbaren Elytra. Und die erste Schalker-Shell. Let's go. Alright, dann gucken wir mal, wie viel wir noch so gelootet bekommen. Oh, geil. Sehr, sehr, sehr nice. Es lebt sich ja doch schon ein bisschen angenehmer. Oh, sehr nice. Also ich sag euch ehrlich, template-mäßig haben wir ja schon wirklich bald alles am Start. Warte mal, hä? Das ist ja noch eine dritte, die habe ich ja gar nicht gelootet. Da haben wir ja sogar drei. Drei Elytras. Ja, wie traumhaft. So, und wir sind wieder zurück zu Hause. Und zwar, guckt mal, Freunde, ich habe Stuff aus weiter Ferne. Endlich. Oh mein Gott. Bro, das zählt noch nicht. Es ging noch nicht richtig. Also, ich habe mich gerade auf den Server eingeloggt und ich wurde direkt von einem Zombie-Villager attackiert, was aber ehrlich gesagt sehr gut ist, weil ich brauche Zombie-Villager, weil Basti will sich jetzt um Villager kümmern. Jetzt geht es erstmal darum, ich möchte Sachen haben wie Looting, Featherfalling 4. Ich möchte einfach, dass die Rüstung ein bisschen stabiler wird. Darum müssen wir uns einerseits kümmern und dann können wir auf jeden Fall auch volle Kraft voraus uns auch ein bisschen mehr auf die Items konzentrieren und vor allem auch uns unter anderem dann mal dem aktuellen Template widmen. So, na dann, ich hoffe, Looting 3. Wow. Das ging schnell. Sharpness 4 noch dazu. Bro, Traumschwert. Respiration, Aquafinity Power 4. Jo, der passt. Wir machen jetzt nochmal die Weakness-Tränke. Und dann machen wir den Kollegen zu einem Mending-Villager. Das wäre schon ordentlich. Ich habe mich dazu... wow, das ging sehr schnell. Mending für ein Emerald... da hole ich mir direkt mal ordentlich was auf Masse. Edelhose, danke dir für deinen 12-Monat Resub. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott. Ey, das ist ja... Bro, das ist halt so gut. Er hat Mending und ein Unbreaking 2 Trade. Also klar, wäre besser, wenn Unbreaking 3, aber... ihr checkt, dass das halt gut ist, ne? Das ist unfassbar gut. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, dass wir halt stufftechnisch auf jeden Fall, sag ich mal, ein bisschen was vorzuweisen haben. Aber jetzt sieht das doch ganz gut aus. Wir haben leider kein...
Feather Falling 4. Aber ich würde generell Bastionen looten, um noch mehr Goldblöcke ranzubekommen. Und vor allem auch, naja, sowas wie eine Treasure-Bastion. Das ist sogar die, die wir noch nicht hatten. Also, ja, Goldblöcke für einen Beacon. Netherite für generell Ausrüstung. Armor-Trims halt, weil wir das abarbeiten müssen. So, der große Moment der Wahrheit. Netherite-Ingot. Also, noch einmal das Upgrade. Solid Loot. Aber nicht das, was wir brauchen, leider. Und da ist es. Hat jetzt doch schon länger gedauert. Aber das hier ist das Armor-Pattern. Und endlich ist der Screen. Endlich ist das Ding hier aus meiner Handcam raus. Sorry, falls es euch jetzt ein bisschen gestört hat. Das nächste. Ach, es ist ein Traum. Es ist wieder schön zentriert. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Template gefunden, das wir auf jeden Fall für unsere OP-Rüstung, die werden wir natürlich auch nochmal machen, also Full Netherite mit sehr nicen Templates. Freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. By the way, der Bamboo-Button, kein Problem. Dschungel haben wir schon gefunden und haben uns sogar Bambusholz mitgenommen. Und hier haben wir das nächste Upgrade. Noch ein Ancient Debris, sehr, sehr nice. Mal noch zwei weitere Köpfe ranholen. Bro. Alright, cool. Kannst du mir den eventuell wiedergeben? Du hältst dich wohl für oberschlau, ne? Bro, ich spiele nicht dieses Spiel seit so vielen Jahren, um am Ende auf solche billigen Tricks reinzufallen. Nicht mit mir, Bro. Gut, dann findest du noch einen Kopf. Ich finde das so nice. Und? Oh, Bro, er hat ja wirklich gedroppt. Ich wollte schon enttäuscht sagen, schade. Ja, aber das ging jetzt echt sehr, sehr, sehr schnell. Oh mein Gott, 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 ich brauche Kupfer. Ich brauche Kupfer. Du musst eine braune Pilzkuh werden. Lange Story, aber wir müssen hoffen, dass der jetzt hier einschlägt. Juhu, es hat funktioniert. Das lässt sich doch schon mal sehen. Es geht voran. Boah, sieht auch cool aus, ehrlich gesagt. Ich will noch den Beacon ranholen. Ich will das machen. Ich will dies machen. Aber Bro, wir können auch einfach mal uns um das Item kümmern, was dort oben steht. Wir können mal diesen Baum abholzen. Ich habe so krass vergessen, dass es einfach dieses Item gibt. Ihr habt mich so oft gefragt, was ist mein Endboss-Item? Ich habe immer gesagt, ja, Netherite-Block, die Köpfe, auch alles schwierige Sachen. Das hier ist auch machbar. Aber Bro, ihr müsst euch vorstellen, dafür brauchen wir, oh mein Gott, 5 Scoots. Das heißt, 5 Babyschildkröten, die auswachsen. Wenn sie auswachsen, droppen sie 1 Scoot. Yep. Ich glaube, das bedeutet für uns erstmal, also entweder holen wir uns noch ein weiteres Haus. Oh. Das ist der nächste. Ey, wir holen uns mal noch einen zweiten Fuchs. Wir machen uns ein kleines... Oh, wir holen uns Füchse in unsere Base. Das machen wir auf jeden Fall. Dann haben wir auch eine braune Pilzkuh und wir haben einen Kamel. Ja, eine sehr, sehr wilde Mischung. Okay, wir haben eine kurze Planänderung. Wir werden gleich für Silk Touch, damit wir ja die Turtle Eggs ranholen können, noch einmal in die Entities gehen. Wir brauchen noch ein Stack Gold, Eisen oder Dia-Blöcke oder whatever. Wir brauchen halt dann noch einen Stack Blöcke, um unseren Beacon fertig zu powern, den wir halt, by the way, noch nicht haben. Wir gehen auch ins End, um den Wither dort jetzt auch zu töten. Also, das ist, glaube ich, vom Timing oder von der Aufteilung das Beste, was wir machen können. Wie machen wir das Ganze? Wir gucken einmal hier. Wir stehen in der Mitte. Wir gucken nach da. Stehen auch in der Mitte. Heißt, dieser Block ist die komplette Mitte. Das ist der Schwanz. Der Schwanz muss in der Mitte sein. Bup, bup und bup. Wither spawned. Und... ja. Es ist kurz laut. Und wir haben die Hitbox in der Mitte vom Brunnen. Und haben damit ein Item, das sehr, sehr wichtig ist für uns. So, und jetzt geht's in Richtung Entities. Dort haben wir nämlich auch noch so einiges zu erledigen. So, die letzte Kiste. Natürlich. Eine Dia-Spitzhacke mit Silk Touch. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Schildkröten. Damit wir das einfach schon mal nebenbei so ein bisschen, ne, machen. Dass die kleinen Kollegen mal ausbrüten können. Und wir kümmern uns in der Zwischenzeit um den Beacon, um die Kisten, um die Ordnung. Dann können wir nämlich alle glücklich sein. Und zwar, wir haben hier 3 Eier. Hallo. Und 2, 3.
Gut, wir haben jetzt 11 Eier dabei. Die werden wir einfach mal alle bei uns versuchen auszubrüten. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns mal um alles andere. Oh mein Gott! Eingequetscht von Hoglins! Stell dir mal bitte vor, das Projekt geht einfach vorbei, weil ich von Hoglins eingequetscht werde. Ich hätte einfach nochmal abdrehen müssen. Ich wollte einfach, und das ist ja auch einfach dumm gemacht, ich wollte einfach da irgendwie mich durchquetschen. Bro. Gut, dass das dann nochmal geklappt hat und dass wir halt einen Totem haben. Jo, dafür haben wir aber jetzt unseren, ja, Beacon. Was mache ich denn? Wir haben es. Das Herz ist da, Regeneration. Und im Umkreis von diesem Beacon ist das Projekt nur in Anführungszeichen Hardcore. Wir haben dauerhaft den Luxus von Regeneration. Das ist halt so nice. Und was geht hier drüben ab? Das kann auch eine Weile dauern. Tja, und mit dem, was wir jetzt hier erreicht haben, einen halben Zoo, einen Regenerationsbeacon, unsortierte Kisten und 9 Items aus 14, fast 15 Stunden, muss ich euch ehrlich sagen, wir sind angekommen bei unserem Großprojekt All Items in 1.20, die nächste Staffel. Ich freue mich sehr, dass wir hier am Start sind und ein absolut geiles Projekt vor uns haben und mittendrin stecken. Wenn euch die erste Folge gefallen haben sollte, lasst unbedingt einen Like da, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bald schon in der zweiten Folge oder bei einem anderen Video. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.